Beute da oben. Nochmal, ich habe nichts gesagt. Ich könnte schwören, du hast was gesagt. Was ist denn, Junge? Stimmen! Hörst du das nicht? Ich höre nichts. Jetzt hört es auf. Da war Geschrei. Viele Stimmen, zornig. Du hast das nicht gehört? Nein. Es war... böse. Sieh mal, sollten wir mit ihnen reden? Nein. Vielleicht brauchen sie Hilfe. Sie halten uns nicht auf. Also gehen sie uns nichts an. Aber sie gehen uns nichts an. Sieh dir das an. Es muss der Ringtempel sein. Traurig, der Streit zwischen den Alben. Alfheim ist so schön, aber Krieg macht es hässlich. Du siehst mit den Augen eines Kindes. Im Krieg sieht ein Soldat Schönheit nur im Blut seines Gegners. Der Rest von ihm ist verloren und kehrt manchmal nie zurück. Genug. Geschichten nur auf dem Boot. Konzentrier dich. Konzentrieren, Junge! Sollten wir mitnehmen. Verschlossen.
Was wolltest du noch über den Krieg erzählen? Du hast in Kriegen gekämpft, nicht wahr? Für Kriege gibt es zwei Gründe. Überleben oder Gewinn. Eine Schlacht gewinnt vielleicht der bessere Soldat. Einen Krieg gewinnt der, der bereit ist, alles für den Sieg zu opfern. Die blaue Tür, das muss der Eingang sein. Gehen wir. Vorsicht, Junge. Was machen die denn? Die Brücke ist drin. Sie haben den Kristall mit diesem Zeug bedeckt. Warum? Um Verstärkung den Weg abzuschneiden. Bin soweit. Sobatina! Können wir die Brücke von da unten aktivieren? Also das hat etwas bewirkt, glaube ich. Warum mögen die uns nicht? Wir gehören hier nicht hin. Moment, so miteinander kombiniert sehen sie aus wie eine Rune. Aber das ergibt keinen Sinn. Komm, zurück zum Boot. Sindri sagte, Mutter war eine Kriegerin. War sie auch in einem Krieg? Sozusagen. Ihre Familie wurde von feindlichen Rivalen getötet und nur sie überlebte. Wir machen ein andermal weiter. Vater, die Sonne und der Ring formen eine Alpenrune. Was wird gefragt? Ohne mich oder an mir, den Tod werde ich dir geben. Doch in dir selbst bin ich das reinste Leben. Ja, Wasser ist damit gemeint. Ah! Ah!
Junge! Es waren wieder die Stimmen, aber andere Stimmen. Weniger wütend. Sie baten um Hilfe. Wir sind wegen des Lichts hier. Es ist mir egal, wer sie sind oder was sie wollen. Dir ist immer alles egal. Willst du mir irgendwas sagen? Nein. Lüge! Was passiert? Sieh mal, was wir gefunden haben. Vater? Ja? Die Stimmen, die ich gehört habe, sie waren schwer zu verstehen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es Mutter war. Das ist nicht möglich. Ich habe sie gehört. Atreus, das reicht jetzt. Er sieht anders aus. Sieh dir diese Hörner an. Hinter mich, Junge. Das kann nicht gut sein. Noch nicht bereit, leider. Bringt uns dieser Seitengang zum Tempel? Wir werden sehen. Aha, knifflig. Echt knifflig. Du hattest vorhin Unrecht. Oh. Ich kenne Mutters Stimme genau. Sie war es. Sie ist tot, Junge. Sprich nicht mehr davon. Gut.
Lauf, Junge! Hier geht es nicht rüber und die Bogensehne der Hexe funktioniert nicht mehr. Atreus, hier. Ja, Vater. Bist du sicher, dass es der Hexe gut geht? Hoffentlich starb sie nicht, als sie uns half. Sie hat gewusst, was sie tat. Bestimmt. Mehr davon. Wenn wir genug wegschneiden, müsste oben die Brücke wieder erscheinen. Genau. Rechne mit Widerstand. Klar. Findest seinen wunden Punkt! Du hast ein Stück abgeschlagen! Das können wir gegen ihn verwenden! Ich bin bereit! Nächster!
Halte Wache, Junge. Gut. Ja, die Hauptmittel ist wieder da. Suchen wir einen Weg nach oben.